skies of different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face. Etikett, ja. Hier gibt es solche Abstandsdinger. So. Da. Stimmt, wir waren dieses Jahr schon mal im Freizeitpark, genau. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben schon so lange darauf gewartet, bis wir endlich wieder mal in einen Freizeitpark können. Es war nämlich so, wir waren Anfang des Jahres im Phantasialand und ab da war Schicht im Schacht. Wir konnten keine Videos mehr machen, aber heute sind wir endlich im Toverland angekommen. Und wir hätten nicht gewusst, dass wir nicht in den Heidepark zuerst fahren. Das war nämlich so der Plan, dass wir in das erste Fahrgeschäft gehen, was in den ersten Park geht, der aufmacht. Und das ist halt ein Park in Holland gewesen. Und wir sind nächste Woche nochmal hier in Holland im Efteling. Das heißt, es gibt jetzt ab jetzt immer neue Videos. Und wir freuen uns jetzt. Hier fährt schon die erste Bahn entlang. Uiuiui. Ich freue mich schon so. Ich habe dieses Adrenalin echt vermisst und jetzt fahren wir gleich Holzachterbahn und mal sehen, wie sehr ich schreien werde. Also ich bin sehr gespannt. Also man weiß, dass wir auf den Rücken geordnet haben. So, jetzt fahren wir die erste Bahn. Natürlich muss das eine Holzachterbahn sein. Das war in den zwei Züge. Juhu! Due to safety regulations, it is not allowed to bring back or any other loose items that cannot be found on the ride. Angefangen? Ja, Moment. Was machst du? Achso. Gut. Machen Sie da auch mehr Gäste, die keine Verfahren mit Verfahren sind, die Aktion Sicherheitsbehörden und Betriebe führen. Außerdem werden keine Verfahren in der Attraktion zugelassen. Böse Gegenstände, sowie Kameras und Handys, müssen während der Fahrt aufgewehrt und die Extraktion durchlassen. Ich werde so schreien. Ja, geil. Bei dir sitzt das geiler. Ja, also. Ich hab's auch, du kannst das auch ein bisschen nach hinten ziehen, oder? So. Das ein bisschen nach unten? Genau. Ja. Geil. Ah, voll geiles Ding. Ah, ich roll. Das Teil ist gut. Juhu! We'll be right back.
richtig fertig, ne? Also was heißt fertig, aber ich habe echt die ganze Fahrt durchgeschrien. Das hört man auch in dem Video, glaube ich, richtig krass. Aber die Kurvenwechsel sind viel krasser als bei der Colossus. Das ist mega heftig. Ja, aber hier war ja... Mega. Und das Feeling hat man richtig als Holzachterbahn. Also so ein bisschen ruckelig, aber es tut nicht weh. Und so. Richtig geil. Genau, das nächste, was wir machen, ist Phoenix, worauf sich alle freuen. Und das Ding ist halt, ich habe mich gewundert, warum das auch so ein Wingcoaster ist, weil ich meine, das ist ja auch Flug der Dämonen. Und Flug der Dämonen ist der einzige Wingcoaster in Deutschland. Und ich meine, wir sind hier in Holland. Das heißt natürlich, dass es hier auch einen gibt. Und natürlich auch ein Wingcoaster. Also ich habe mich schon gewundert, aber wir gehen da jetzt hin und ich freue mich richtig auf den Plan. Das sieht richtig naturmäßig aus. Oh, cool. Gut. Oh, das sieht ja schon mal interessant aus, hier die Bahn. Ja. Schon mal sehr geil. Wow. Ah, das ist hier dieses Ding. Scheiße. Ja, hab ich. Das wär's doch. Echt? Ich glaube, ich mach da echt mal Merch von. Oh mein Gott. Ah. Ach du Scheiße. Through the highways, till my shadow oh my through God. The sun rays, and I... Mir wurde auch nicht schwarz. Da, ich weiß, was er meinte, aber nö, mir nicht. Für Hygiene. Ach so, oh nee, Desinfektionsmittel. Ja, Lilip, schön. Ja. Desinfektionsmittel. Zack. Ja.
So, jetzt fahren wir Boot, aber kein Gummiboot. Erst so nach vorne. Vier dürfen wir machen. Aber drei reicht hier jetzt auch schon. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Fährt die gerade lang? Wer schreit denn so? Haha, da wurden die alle geblitzt, so schnell. Bam. Boah, riecht das gut. Marienkäfer. Darf man hier nicht filmen? Das nicht filmen von mir. Also, echt? Oder wollen Sie? Boosterbike. Ja gut. Also wir fahren jetzt gerade doch kein Marienkäfer, das fahren wir erst später. Aber das ist halt so ein Ding, ich sage jetzt Marienkäfer dazu, weil wir in Plon waren und da waren halt solche Marienkäfer hintereinander. Die haben sich immer so gedreht und das sieht halt eins zu eins so aus. Aber jetzt fahren wir erstmal Boosterbike. Irgendwas mit Motorrädern. Und jetzt, wo muss man rüber? Achso. Geil.
wenn die aufhören, siehst du ja. Das ist ein geiles Bild. Dann musst du dich da... Oh, ist das schön. Wow. Krass, oh, das Karussell ist voll schön. Oha. Wow. Also ich fand sie ganz gut. Ich fand, das war so eine Mini-Version von Desert Race, so eine Mini-Version, also mit Motorrädern. Hatte schon was, also war ganz cool. Aber das ist ja mega schön. Was? Desert Race, kommt auf Desert Race. Ja, weil das immer so schön gemacht hat. Typisch bei holländischen Snacks, ne? Man kann sich hier so seine Frikandeln da selbst holen. Oh, die schmecken so lecker eigentlich. Man bestellt sich das einfach und dann kann man das da rausholen. Boah, wow, voll cool. Aber ist die, die ist nicht die ganze Zeit indoor, ne? Der sieht aus wie Yoda. Voller Schachbrett hier. Ja, dann gehen wir zu Yoda. Heute ist wirklich wenig los. Wir Boot fahren müssen. Oh mein Gott. Runter? Ja. Ach du Scheiße. Wasser im Schuh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir drehen uns. Hä? Ach so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Saß und die irgendwie nicht zu kriegen, aber... Es war richtig geil! Oh mein Gott! Oh shit! Aber das war auch mal... Guck mal, wie nass ich geworden bin! Oh ja, ich will noch mal fahren! Also ich werde zwar mega nass, aber es ist richtig geil! Oh mein Gott! Ja, mega! Neu anstellen. Oh ja, egal. Voll geil. Ich bin baut.
Das war heftiger jetzt, oder? Ja! Ja, bitte die Leute vorne. Ich habe mich komplett nach vorne verlagert. Ja, geil! Also ich habe mich hier vorne an den Griff festgehalten, mich komplett nach vorne gepackt und dann mich noch runtergebeugt dabei. Ja, also schön! Versteck dich gleich in dem Fußraum da. Den kompletten Schwerpunkt nach ganz vorne gelegt. Das war voll nochmal einer abgekommen. Deine Brille! Also meine Friese sitzt gar nicht mehr, ne? Ich geh mal kurz Fitten holen. Ja, Lilip geht jetzt belgische Fritten, ne, nicht belgische, sondern holländische Fritten holen. Ja, Lilip. Ich bin so nass, ne? Aber es war so geil. And I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home. Steht immer, wo man überall Fotos machen darf. Hier zum Beispiel. Und da. Make up for moms that we missed. Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for moments that we've missed. Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. Aber das Geile ist halt einfach, dass man so gute Aufnahmen machen kann mit diesen Brustgurten. Versuchen wir heute zum ersten Mal. Und man darf es ja hier auch, in Deutschland leider nicht. Gibt es das eigentlich überall in Deutschland so, dass man gar nicht filmen darf? Ich kenne gerade keinen Park. Darfst du filmen. Echt? Ja. Auf
jeden Fall war das gerade so, in Frankreich habe ich gesagt, mir fällt kein Park ein, den es so gibt. Dann habe ich vergessen, dass es ein Disneyland gibt. Nee, aber wir gehen jetzt gleich Marienkäfer fahren. Mal gucken, wie das wird. Ja, wir haben uns jetzt ein Foto gekauft. Mal sehen, wann das ankommt. Aber wir haben uns das per E-Mail zuschicken lassen. Das werde ich dann ausdrucken. Und dann haben wir ein bisschen was für unsere Fotowand, die wir auch irgendwann auch erstellen. Das ist hier mein Marienkäferland. Ja, ist doch voll cool, das sieht ein bisschen aus wie so eine wilde Maus, so ein bisschen. Sind das Frösche? Losse Vorwerke, zoals Kameras und Telefoons, die dem opgeborgen te zijn tijdens de niet, of moeten worden achtergelaten. Naja, Gesundheit. We like to remind you that guests who do not meet the minimum height requirement of 1 meter cannot ride this attraction. Guests under 1 meter. Das ist hier voll schön. Must be accompanied by. Oh, ich habe noch gar nicht. Oh, ich habe vergessen, auf Start zu drücken. Toll. Aber ich will auch so eine Dschungeldecke haben. Das sieht voll aus wie ein Marienkäfer. Das ist wie im Phantasialand. Diesmal passt es, Philipp. Ja. Hey, das ist für Behinderte. Das ist für Behinderte. Nimmst du meine auch mit? Danke. Hä? Voll geil. Hier auch. Schlecht. Marienkäfer. Wow, man wird direkt am Anfang fotografiert. Ja, aber das wäre doch mit dem Dreh nicht funktioniert. Ich weiß, aber wow. Das ist ja ein geiles, ne? Also ein aktives Foto. Boah, krass, aber guck dir mal an, das läuft schon, das ist schon geil. So ein Scheiß. Ja, wir hören einfach bei Lilly mit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Woohoo! Ich ja schon sehr gerne im Heidepark und jetzt baue ich mal eben meine Kamera um. Das heißt, wir können uns filmen, während wir nass werden. Niklas, gibt es hier eigentlich auch so einen Wasserfall, wo man so krass nass wird? Bei der Fahrt? Schön Wasserfall gehen, ja. Oh Mann. Aber jetzt ist gerade. Erinnern kann ich mich aber nicht. Ist aber ganz schön, jetzt nass zu werden, oder? Ja. Django River. Sieht eigentlich voll cool aus. Man hat hier ja wirklich einen River. Geht's gleich runter? Oh oh. Ja, es dreht so. Es kommt der Wasserfall. Fällt mal da runter. Da kann man gleich Fotos kaufen. Oh. Oh. Die ist leider nicht gut. Woo!
Aber das ging ja leer. Ja, ich glaube, einfach zu leise. Ja, echt. Wir sind hallo mit Stoppi. Oh mein Gott. Alle auf einer Seite müssen. Oha, ich glaube, dann eskaliert das. Danke, dass du so gefasst hast. Ja, klar. Boah, voll die Welle hier drüber. Weil das mit der Freizeitpark-Szene ja jetzt richtig losgeht bei uns, haben wir uns was Tolles überlegt. Ihr werdet gleich sehen, wir haben jetzt nämlich Postkarten drucken lassen mit unserem Logo, also mit unserem Foto drauf, zusammen mit Basti. Und ich zeige euch die nachher und ihr könnt auch eine Postkarte haben. Ich sag mir dann da gleich noch zu was, wenn ich euch die zeige. Auf jeden Fall könnt ihr euch freuen auf eine Postkarte von uns. Aber es sieht gefühlt immer aus wie Kotze, meinen richtig viele Leute. Aber ja. Wo lang geht's denn? So, jetzt probiere ich das mal. Einfach Nudeln. Also gewürzte Nudeln mit irgendwas, aber sehr komisch. Philipp hat immer gesagt, das ist das, was ich esse. Hast du gerade Walross zu mir gesagt? Nee, Kamera nicht. Ja, aber das genau das wollte ich die ganze Zeit essen. Hallo Niklas! Ja. Na? Nein, also wir sind einmal normal gefahren, wo wir hinter dir standen und dann hat er uns nochmal fahren lassen. Also hatten wir ein kostenloses ERT. Das war die allerletzte Fahrt und wir haben denen auch einen Applaus gegeben. Also es war sehr nett von denen. Ich habe euch davon hier erzählt. Also das sind unsere neuen Postkarten und ihr könnt so eine von uns haben. Das heißt, ihr müsst es theoretisch nur mir per Instagram schicken, also mir per Instagram schreiben und dann können wir euch so eine Karte zusenden lassen. Also da bin ich drauf mit Philipp und dann mit Basti im Heidepark im Hintergrund. Also wenn ihr sowas haben wollt, könnt ihr mir gerne hier über Instagram schreiben und dann schicken wir euch eine zu. Haben wir uns ein paar bestellt auf Vorrat. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wir haben so lange darauf gewartet, dass wir endlich mal wieder Freizeitpark-Videos machen können, weil die Zeit zu überbrücken war halt echt nicht so einfach. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass das jetzt wieder richtig losgeht und am nächsten Wochenende. Also schaltet unbedingt ein. Wir gehen Samstag in den Heidepark und Sonntag ins Efteling wieder in Holland. Das heißt, wir dürfen wieder On-Rides machen. Also ihr könnt euch auf coole Videos gefasst machen. Also seid gespannt und ich würde mich freuen. Schön abonnieren und wenn ihr eine Postkarte haben wollt, schreibt mir. Okay, dann bis dann. Ciao.